wenigstens jetzt, wenn wir Kartfahren gehen, einmal bisschen ruhig. Okay, ja, einfach ein bisschen ich genießen einfach. Verstehe ich. Ja, aber was ich dir heute erzählen musste noch, ehrlich gesagt. Das wird nix. Schon ganz schlimm. Nochmal. Nochmal. Take 2. Bro, guck mal, ich kann nicht wirklich gut leiden, aber jetzt beim Kartfahren, ja danke, aber jetzt beim Kartfahren einfach mal ein bisschen Ruhe, okay? Wir sind schon den ganzen Tag. Ja, ich weiß, aber einfach ein bisschen mal genießen können. Ich bin immer ruhig, ja. Was war's? Ich hab da reingeguckt, damit ich dir nicht angucke. Mann, nochmal. Ich sehe einfach nur. Ja, okay, komm jetzt noch. Nochmal. So, dann habe ich hier noch das Rennpaket gleich. Hoffentlich wird das alles. Sorry. Ja? Ich habe nämlich, glaube ich, definiert, die Schranke geht nicht auf. Wieso geht die Schranke nicht auf? Also die bleibt halt so und geht nicht hoch. Naja, Sie sind ja mit dem Auto hier, oder? Ach so, nee, mit dem Fahrrad. Ey, das ist gut, das müssen wir so nehmen. Sollen wir nochmal? Ja. Okay, das Rennpaket kann ich jetzt gleich rausschicken. Entschuldigung. Ja, bitte. Mit Ihnen habe ich gerade telefoniert. Kann sein, ja. Fuck! Nee, Triumph. Pizza. Warte kurz. Ey, so viele Schritte habe ich noch nie geschammelt an einem Tag wegen dir. Okay. Ready? Nein. Ja? Und letztes Rundpaket rausschicken. Sorry. Ja. Ich glaube, ich habe mit Ihnen gerade telefoniert. Kann das sein? Wein, ja. Die Scheine gehen nicht auf. So. Hey, Mann! Oh, gleich Feierabend zum Glück. Nochmal. Fuck. Jetzt war ich gerade. Mach schnell. Dann gleich Feierabend. Hey, kein Bock mehr auf dumme Fragen. Sorry. Ja. Ich glaube, ich habe mit Ihnen gerade telefoniert. Kann das sein? Ja, was daran so lustig? Aber die Schranke geht wirklich nicht auf. Sie geht nicht auf. Wie meinen Sie denn, die geht nicht auf? Nein, die bleibt waagerecht. Sind Sie richtig rangefahren? Weißt du, was das Problem ist? Ja, weil das Fahrrad kommt. Ja, weil ich hab dich im Kopf wieder mit dem Fahrrad vor der Scheiße. Mann! Mann! Ach, Mann! Oh, Mann! Reiß dich zusammen, Marcel! Reiß dich zusammen! Ich kann nicht! Mach! Mann, ey! Schlaf mal kurz. Stopp. Ellen, sagen Sie mir mal, dass ich jetzt nur noch 9 Euro kriege, damit ich traurig werde. 9 Euro Gehalt kriege ich, aber jetzt nur sagen Sie es mir, dass ich traurig werde. 50. Ach, 50 ist auch okay, alles klar, so. Warte mal, ich war noch nicht. Ha? Ich war noch nicht. Ja, aber ich bin nicht durchgekommen. Jetzt hör mal auf. Ja, mach doch. Ja, jetzt. Nee. Oh, zum Glück gleich Feierabend. Oh. Sorry. Ja. Ich glaube, ich habe mit Ihnen gerade telefoniert, kann sein. Kann sein, ja. Ich komme durch die Schranke nicht durch. Warum? Na, die geht nicht hoch. Sind Sie ganz vorgefahren? Ja, ja, ich bin ganz vorgefahren, aber die bleibt waagerecht. Mann! Eileen, Mann, bitte Hilfe! Oh, zum Glück gleich Feierabend, ey. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ey, sorry. Ja. Ich glaube, ich habe mit Ihnen gerade treffen, kann sein. Kann sein, ja. Die Schranke geht uns direkt nicht auftauchen. Aber warum? Naja, die bleibt waagerecht, geht nicht hoch. Ja, sind Sie ganz vorgefahren? Ja, natürlich, klar. Aber Sie sind schon mit dem Auto da, oder? Hey, bis dahin klappt es immer, soweit ich kann. Es ist einfach das Fahrrad. Hey, Mann! Mann, du! Lass doch was anderes nehmen, ich bin mit dem Dreirad da. Naja, das ist doch dümmer. Nimm Fahrrad. Ja, wir reißen. Fertig. Ah. Mach jetzt! Ich tu mir weh! Okay, mach jetzt, ich hab Schmerzen. Gott sei Dank gleich Feierabend, ey. Fuck! Hallo, hallo? Ja? Kann sein, dass ich mit Ihnen gerade telefoniert habe. Ja? Mann!
Gott sei Dank gleich Feierabend, ey. Mal nochmal, jetzt noch lache ich nicht mehr. Jetzt lass dich mal, okay. Okay. Jetzt haben wir es ja einmal gemacht. Gott sei Dank gleich Feierabend. Hey, sorry, Entschuldigung. Ja. Kann sein, dass wir gerade telefonieren, ne? Ja. Also ich habe jetzt echt viel versucht, aber die Schranke geht nicht auf. Ich lache nicht mehr. Als Maul. Sind Sie, so wie ich gesagt habe, ganz vorgefahren? Ja, selbstverständlich bin ich ganz vorgefahren, aber die bleibt waagerecht. Das ist... Geht nicht hoch. Was haben Sie denn für ein Auto? Ein Fahrrad. Das war gut. Das reicht. Ich glaube, das passt.